Moin, ihr Lieben! Es ist wieder Zeit für ein neues Video. Und ja, auch dieses wird wahrscheinlich wieder in einzelnen Einzelvideos gedreht, weil ich ja jetzt wieder arbeite. Der Urlaub ist vorbei. Jetzt ist das Wetter auch wieder besser. Es ist jetzt Mittwoch. Der Paketbote hat wieder ein Freupaket vor die Tür gestellt. Das erste Paket, was diese Woche kommt, morgen kommt, glaube ich, noch mal eins. Da werde ich dann den zweiten Teil drehen für euch. Aber ich habe gerade Zeit, komme gerade von der Arbeit und ja, zeige euch schon mal den ersten Schwung von meiner Sammelbestellung. Letzte Woche gab es ja in meinem Video keinen Haul, weil ich auf Sammeln bestellt hatte und das ist jetzt die Bestellung, die angekommen ist. Und ich habe mir ein neues Stempelkissen bestellt von meinen Distress Oxides. Ich war mit meinen Blautönen irgendwie, ich habe eine Menge Blautöne, aber es war irgendwie immer nicht genau der dabei, den ich irgendwie brauchte. Aber ich glaube, jetzt besitze ich alle Blautöne, die es gibt. Müsste ich mal nachgucken. Die Sammlung wächst auf jeden Fall stetig. Das ist die Sorte, die Farbe. Salty Ocean. Und Blautöne gehen ja immer, egal in welcher. Also ich liebe ja Blau. Blau ist einfach so eine Grundfarbe, meine Lieblingsfarbe. Am liebsten so Marineblau, was so Kleidung und so Gedöns angeht. Genau, was denn darf es auch mal eine andere Farbe sein? Dann habe ich mir doch nochmal ein Embossing-Pulver gekauft. Weil ich einfach doch nochmal probieren wollte, wie das aussieht, wenn man farbig embosst. Also abgesehen von den Stempelkissen, die man benutzen kann und dann ja quasi klar embossen kann. Und dieses Hellblau, das hat es mir irgendwie angetan. Ich glaube, das sieht auf Kraftpapier ziemlich cool aus. Und das ist mit Metallin First Frost. Gab es nicht als super fein, aber ich probiere das mal aus und zeige euch das dann, was dabei rauskommt. Genau, den Goodie gab es wieder mit zwei Perlen. Schöne türkisfarbene. Glück zum Essen. Ich glaube, das. Den habe ich noch nicht. Genau, dann habe ich noch mal wieder, weil ich ja so viele neue Stempelsets auch bestellt habe, noch mal wieder die A5-Füllen bestellt für die Aufbewahrung. Ich finde die einfach super. Einfach spitzenklasse und ich glaube sogar die Rub-Ons würden da auch reinpacken. Die könnte ich da auch mal die angefangenen drin wohnen lassen. Genau, wo wir beim Thema sind, Rub-Ons. Ich habe ja ein paar Eisstiele verbraucht. Das habe ich wieder ein. So, da mag ich ja so florale Sachen neben maritim ja super, super gerne, weil man damit Karten einfach, ja, verschönern kann, ne? So, kann man das ganz gut sehen? Moment. Immer einen weißen Untergrund. So, ganz, ganz zarte Blumen. Mega schön. Ich glaube, die eignen sich auch gut für so Gießteile. Das ist der eine. Und die finde ich ja richtig hammermäßig. Ich lege die mal nebeneinander. Also das ist ein Träumchen, ne? Auch diese Farben. Auch das Rosé, dieses zarte Altrosé. Finde ich mega. Das ist genau mein Ding. Die werden auch ziemlich schnell gleich verarbeitet für ein Projekt. Und zwar brauche ich eine Karte zum Hochzeitstag. Und passend dazu hätte ich dann noch Stempelsets von Papier und Passion. Die Stempelsets Herzensgrüße 1 und 2. Ich habe dann gleich beide genommen, weil ich konnte mich nicht entscheiden, welches ich lieber haben möchte. Und ihr wisst ja, ich liebe ja die langen Karten. Und ich finde gerade diese langen Texte oder Sprüche oder Wörter eignen sich super auf die langen Karten. Ne? Auch wenn man sie im Hochformat hat. Ich finde, so ein Spruch darf auch ruhig mal so, ich sag nicht auf dem Kopf stehen, aber auf der Seite. Aber so lang hoch an der Karte oder im Zweifel halt in dem Format, finde ich super.
Ne? Kann immer noch mal farbig hinterlegt werden mit so einem Balken. Hier haben wir einmal Lieblingsmensch oder du bist mein Lieblingsmensch. Lass dich feiern. Hip, hip, hurra. Alles Liebe zum Geburtstag. Besinnliche Adventszeit. Ich meine, das ist ja auch nicht mehr so lange hin, ne? Du bist fantastisch. Danke für deine Freundschaft. Hab eine gute Zeit. Aufrichtiges Beileid. Ne? Also es ist wirklich sehr vielseitig und ganz viel Glück. Das ist schon mal echt ein schönes Set. Und dann haben wir hier Herzensgrüße 1. Ah ja, da sind auch englische oder sind englische Sprüche. Oder passt? Nee, nur ein Teil. You are my favorite. Ist ja auch immer cool. In every moment happiness. Happiness in every moment, ne? Mal so zu lesen. Was haben wir denn? Just perfect. Warten auf dich, ne? Wunder. Tolle Leistung. Applaus. Liebe ist die Antwort. Smile for you. Yes, you are the best. Love for you. Happy when you are here. Auf jeden Fall, ne? Danke von Herzen. Ja, du schaffst das. Also man kann sie ja auch so stempeln, dass man nur die Wörter hat oder auch nur diese kleinen. Ne? Muss man halt nicht alles einfärben mit Tinte. Da ist echt viel mit möglich. Das ist eins, finde ich, was man auf jeden Fall haben sollte. Weil es so vielseitig ist und eben mal so ganz kurz so, ne? So ein Text da an der Seite drauf, fertig. Und man muss dafür nicht unbedingt immer Etiketten suchen. Man stempelt das einfach direkt aufs Designpapier zum Beispiel oder embossed ist. Super, super klasse. So, dann habe ich das Mittwoch-Spezial. Stand-Pillowbox. Ah. Ja, die werde ich auf jeden Fall auch einmal ausstanzen. Und was Schönes draus machen. Ich bin ja schon gefragt worden, ob ich da was austüfteln kann. Dass man das auch ohne die Stanzform machen kann. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich muss mal schauen, wie es die Zeit so zulässt. Genau, das ist einmal das. Und dann habe ich noch Papier. Ihr wisst ja, ich liebe ja diese erste Serie schon mit diesen Blush-Tönen. Da habe ich jetzt auch das meiste von verbraucht. Hatte auch schon mal nachbestellt und wieder verbraucht. Ich glaube, jetzt habe ich noch einen Bogen, den mit den Sternen. Aber das ist eins der wirklich schönsten Papiere. Ich bin nicht so ein Rosa- oder Rot-Fan. Aber dieses zarte, dieses Alt-Rosa oder Blush ist einfach ein wunderschöner Farbton. In dem Fall hier mit Herzen. Ich habe jeden schon zweimal bestellt. In weiser Voraussicht. Ich werde mir die anderen auch nochmal nachbestellen, weil die gehen einfach immer, ne? So romantische Karten und dann auch mit dem Rub-Ons passend dazu. Ein Traum. Auf der Rückseite Punkte. Punkte symmetrisch angeordnet. Und das Papier Basic Blush Pünktchen. So, das nächste hat auch Punkte, aber ein bisschen kreuz und quer und in verschiedenen Größen. Und die Rückseite hat auch Herzchen. Genau, bei dem sind sie symmetrisch angeordnet, bei denen nicht. Und heißt Basic Blush Dudelherzen plus Sprenkel. Wirklich schön. Und das Streifenpapier ist auch. Punkte, Streifen, Herzen gehen immer, ne? Und dann auf dem wunderschönen Papier. Die Rückseite sind Dächer. Könnten auch, ja, ich weiß nicht, Dächer. Einfach ein Muster mit einem, keine Ahnung, Dreieck. Basic Blush Dudeldächer plus Streifen. Das war das Papier. Wie gesagt, wunder, 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 wunderschön. Und das werde ich auch gleich schon mal verarbeiten. Ich muss mal gucken, ob es mit einer eigenen Anleitung wird. Dann werde ich mitfilmen. Ansonsten zeige ich euch auf jeden Fall das Endergebnis davon.
Und dazu werde ich auch, ich weiß gar nicht, ob das farblich passt, aber eigentlich wollte ich, ich habe die Tage mal so ein bisschen Langeweile gehabt am Wochenende und habe mal wieder ein bisschen mit meinem Polychromos koloriert und habe diese beiden süßen Otterchens koloriert und wollte die eigentlich auch für diese Karte benutzen. Jetzt habe ich sie natürlich farblich so angezogen, dass, aber es müsste, ich finde, es passt doch farblich trotzdem, oder? Es hebt sich so ein bisschen ab von dem schönen Papier. Ja, die kommen da trotzdem drauf. Ich finde die einfach niedlich. Die kleinen. Die kleinen Mäuschen hier. Genau. Ich überlege mir jetzt was. Und in der Zwischenzeit kommt ja dann nochmal ein neues Paket. Und dann gibt es nochmal Materialien. Und das wird eine Mordsgaudi. Auf jeden Fall für mich. Also ich schließe mich hier am Wochenende ein. Es soll eh warm werden. Genau, dann bis gleich, ihr Lieben. So, Teil 2 des Hauls. Jetzt ist Donnerstag, ich habe Mittagspause. Mein Paket lag auf der Treppe. Und ich freue mich megamäßig. Diesmal gab es zwei Goodies. Einmal Ostergrüße, einmal Hallihallo von mir. Jo, cool, ich glaube, Ostergrüße habe ich schon. Aber da gibt es ja immer noch eine Verwendung für. Da wird sich jemand freuen. Und eine super tolle Karte. Lebe glücklich, nicht perfekt. Also ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Super tolle Karte. Gleich mal so in Sichtweise. So, dann fangen wir mal mit der Stanzform an. Also, die Weihnachtssachen, die gekommen sind, sind wirklich, wirklich toll. Aber mir ist noch nicht so nach Weihnachten. Und ich mag die Sachen einfach auch jetzt noch nicht bestellen, weil es ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? Wenn so wie tolle andere Sachen in den Shop gehen. In nächster Zeit wird das sowieso mal ein bisschen weniger werden. Und ja, das geht nicht. Man muss sich auch mal was anderes gönnen als bastelsachen, Sachen, ne? Aber diese Umschlagstanze mit der Reiskante, die fand ich einfach mega cool. Und da ich mich von so ein paar Stampin'-Up-Sachen getrennt habe, war ein bisschen Budget da, einmal ein bisschen zuzuschlagen. Deswegen auch zwei Pakete diese Woche. Ja, da bin ich mal echt gespannt. Also das ist echt eine richtig coole Stanze, denke ich. So, dann machen wir mal weiter mit den Stempelsets. Ich habe jetzt schon dieses eine Stempelset Superhero für die Männer. Und es kamen jetzt wieder Männer-Sets in den Shop und ich habe beide zusammengenommen. Es gab das als Bundle mit Stanzen, das waren aber nicht, waren Stanzformen nur für die Motive, aber nicht für die Sprüche. Und da habe ich mir gedacht, die Motive sind so einfach, dass man die auch super mit der Hand ausschneiden kann. Also, wenn man sie denn, klar, es ist nicht so eine schöne ausgestanzte Kante, wenn man schneidet, aber das geht schon. Also ich denke mal, das ist Geld, was man sich sparen kann. So. Aber sowas von Glückwunsch ist sowieso ein Standardspruch. Der geht ja auch bei Frauen, ne? Dann die ganzen Hashtags, ne? Held des Alltags. Hashtag Papa ist der Beste. Hashtag mein Held ist sowieso immer super. Hashtag eine. Oh Gott, ich habe keine Brille auf. Ein echter Klassiker. Das kann ich wieder lesen. Dream Team passt ja sowieso auch immer. Das kann man auch für Kollegen mal benutzen. Ne, die Faust mit Kind und Papa finde ich auch. Das kann man auch anders verwenden. Ne? Es ist auf jeden Fall total toll. Der Schnurrbart, der Hut ist ja sowieso cool. Heute wirst du gefeiert, ist auch ein Allrounder. Der geht für alles. Happy Birthday ja sowieso. Und hier ist nochmal Hashtag Best Dad. Genau, hier haben wir dann nochmal eine. So, ist das eine Grö. Das ist eine Kinderhand, das ist doch, glaube ich, auch. Oder soll es eine Frauenhand sein? Nö, ne? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall spitzenmäßig. Und hier sind einfach die Sprüche richtig cool, ne? Den Schraubenzieher, den Hammer und die Säge, ja, gut, okay. Aber nach Fest kommt ab, ne? Ich komme ja aus so einer Handwerkerfamilie. Passt. Sabbel nicht, das Geit ist sowieso mein, das ist mein Spruch. Ne? Geht nicht, gibt's nicht, sage ich eigentlich so, aber. Auf Plattdütsch ist das natürlich noch viel cooler. Den Rest macht der Maler. Ja, oder ich selbst.
Dieser wunderbare Mann zeichnet sich aus durch, und dann gibt es ja noch die extra Stempel dazu, also es ist nicht ein ganzer, es sind einzelne. Zeitloses Design, robustes Material, hohe Langlebigkeit. Wen interessiert da noch das Alter? Ne? Sehr cool. Du hast den Dreh raus. Die Lage ist besäufniserregend. Der ist einfach nur cool. Der geht auch irgendwie immer. Tolle Typen wie du werden nicht älter, nur reifer und noch besser. Wenn Männer sowas auf einer Karte haben, die freuen sich ja sowieso pauschal. So, dann haben wir wieder Hashtags. Hashtag du bist der Hammer. Hashtag hammermäßig. Hashtag du hast den Dreh raus. Hashtag geht nicht, gibt's nicht. Dann haben wir hier, ja genau, auch nochmal so den Text. Geht nicht, gibt's nicht. Der Hammer. Du bist der Hammer. Für den Mann, der alles kann. Älter ist wie jung, nur besser. Das kann man auch einer Frau, ne? Draufstempeln. Und Sägespäne sind Männerglitzer, ist auch. Also, das ist einfach cool, dieses Set. Das musste sein. Und was auch sein musste, ich sitze nämlich ganz, ich verschicke viele Karten auch. Und dann sitze ich da mal, was schreibst du denn da rein? Dieses Set kam wie gerufen. Und diese Texte sind einfach, die sind richtig, richtig schön. Kartenwünsche 2. Ich weiß gar nicht. Kartenwünsche 1. Gibt es da schon? Da kommt das noch. Naja, auf jeden Fall. Fangen wir mal hier oben an. Mein Geburtstagswunsch für dich. Möge dein Leben reich sein an Menschen, die genauso warmherzig, hilfsbereit und herzensgut sind wie du selbst. Die schönsten Geschenke im Leben sind umsonst. Ein Lächeln, das verzaubert. Worte, die berühren, Begegnungen, die faszinieren und Menschen, die dich so nehmen, wie du bist. Die wirklich wichtigen Dinge bekommst du vom Leben geschenkt. Freude, Familie, Freunde und die Liebe. Lass dich feiern und genieße das Leben. Zu deinem Geburtstag wünschen wir dir alles Liebe, viel Glück und vor allem Gesundheit. Viele wunderschöne Momente und dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich habe stundenlang nach der perfekten Karte gesucht, aber keine einzige war dabei, die ausdrücken könnte, wie froh ich bin, dass es dich gibt. Ist auch so schön. So, ich wünsche dir eine herzliche Umarmung, jeden Tag ein Glücksmoment, atemberaubende Momente, Sonnenschein im Herzen, glänzende Stunden, Menschen, die dich lieben, tausend Gründe zum Glücklichsein, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Es ist doch, ist das nicht wunderschön? Dann dieser Cupcake noch dazu. Oder die Cupcakes. Und das Blätterkram. Ja, wunderschön. Wunderschön. Dieses wird auch nie wieder ausziehen hier. Ja. So. Und dann nochmal in klein. Ich habe eigentlich keine Einschulungsgeschenke, die ich mache. Aber ich fand die so niedlich. Den Hasen mit der Brille. Der ist echt cool. Und auch hier der Bär sowieso, ne? Ich finde, kann man immer mal gebrauchen, ne? Gerade bei Kindersachen. Nur weil der jetzt ein Buch auf dem Kopf hat, heißt das ja nicht, dass es für ein Buch sein muss, ne? Man kann ja auch so ein Namensetikett irgendwie was machen. Ja, klar, das Buch gehört oder Buch von ist ja schlicht, kann man auch in jedes andere Buch stempeln, ne? Oder dieses Buch gehört. Hätte ich mal mit meinen alten Fachbüchern machen sollen, die ich immer ausgeliehen habe. Hätte ich sie vielleicht mal wieder gekriegt. Ja. Genau, und der ist ja auch cool. Fand ich süß, weil es einfach wieder was ist zum Kolorieren. Da habe ich Spaß dran. Designline-Bücherbande. So, ich habe euch gar nicht gesagt, wie die ersten beiden Sets heißen. Ne? Also das ist Designline Man of the Day. Und das ist Designline für den Mann. So. Und weil ich damit mit der Bestellung mein erstes Goodie-Limit erreicht habe, habe ich auch einen Goodie-Stempel gekriegt. Ich habe mir diesen ausgesucht. Den ich eigentlich unbedingt haben möchte, kommt, glaube ich, erst in Level 2 oder 3. Den mit der Schokolade. Ich glaube, das werde ich nicht erreichen. Also, so viel auf einmal zu bestellen, wäre ein Traum. Also, es ist nicht so, dass man nichts finden würde, ne? So, genau. Und im Anschluss geht es gleich weiter mit einer Karte, die ich bastel. Habe ich ja schon angekündigt in dem ersten Teil des Hauls. Es wird eine Karte zum Hochzeitstag.
Eine schlichte, einfache Karte mit ein bisschen was Koloriertem. Genau, das habe ich ja schon gezeigt, ne? Die kleinen Otterchen. Dann geht es gleich weiter. So, da bin ich wieder. Ich habe die Farbe einmal auf meinem Fächer hier gewischt, damit ihr auch mal sehen könnt, wie die so in Wirklichkeit aussieht. Also es ist ein schönes, kräftiges Blau. Und ich habe gesehen, ich habe noch nicht alle Blautöne. ja, da fehlen noch so einige. Aber das ist schon mal erledigt. Genau. Jetzt zu der Karte und den beiden Otterleins. So. Einmal wieder den lang. 21 mal 21 bei 10,5 gefalzt. So, dann habe ich mir aus dem neuen Papier ein Stückchen ausgeschnitten. Es ist an den Seiten ein bisschen weniger, weil ich wollte nicht so halb angefangene Herzen hier im Anschnitt haben. Und die Punkte sind auch ganz schön, ne? Kennt ihr das? Da habe ich extra die Herzen so ausgewählt. Und die Punkte sind auch ganz niedlich. Ah, geht das wieder los? Nehmen wir jetzt die Herzen oder die Punkte? Und die Herzen. Das ist ja für ein Hochzeitstag. So, das sollte dann hier drauf. Dann habe ich mir aus einem der neuen Sets hier, was ich euch eben gezeigt habe, den Lieblingsmensch gestempelt. Beziehungsweise erst ausgestanzt und dann hier drauf gestempelt. Das hat gerade so gepasst. Ja, das ist so eine Stanze, die ich mal keine Ahnung wo gekauft habe. Irgendwo habe ich sie ausgebuddelt vorhin. Bei meinen ganzen vielen Sachen. Ich glaube, gebraucht irgendwie mal bei Kleinanzeigen. So. Genau. Das soll hier mit drauf. Mal gleich gucken, in welcher Höhe das Herz dazwischen, und ich möchte, dass er hier einen Blumenstrauß in der Hand hält, hinten hinter sich quasi so. Und da habe ich mir einen Rubton von ausgesucht, und das werde ich erstmal vernünftig positionieren. Ich kann erstmal an die Seite. Am besten mit dem Herz anfangen, ne? Und so mittig orientieren können. Da wollte ich einen kleinen Spruch drauf haben, und ich habe auch überlegt, ob ich das so ein bisschen anwische. Und zwar mit dem Victorian Velvet. Das passt farblich sehr gut dazu. So ein ganz kleines bisschen. Und dann habe ich einen passenden Stempel gesucht und immer ein Goodie-Sammelsurium. Hier das Ich liebe dich gefunden. Und das möchte ich da jetzt einmal reinstempeln. Genau, mit dem Versa fein, ne?
So. Das. Ich habe rumgesaut. Verdammt. Na gut. Da kommt er gleich drüber. Ist nicht ganz so schlimm. Das soll auf jeden Fall erhöht. Da brauche ich mal eben ein paar 3D-Pads drunter. So, das ist die Mitte ungefähr. Dann kommt sie hier hin. Dürfen ein bisschen. So, er kommt hier hin und da der Blumenstrauß so an die Stelle. So, ich drücke das immer einmal so mit dem Finger an. Und dann nehme ich mein Falzbein oder diesen Holzspatel, das ist völlig egal. Ich hatte erst überlegt, ob ich das auf weißem Papier rubbel und dann ausschneide, aber das finde ich hätte nicht so gut ausgesehen. Das kriegt man gar nicht so filigran ausgeschnitten. Und ups. So. Na. Kann man doch erkennen, dass er den so hinten hält, oder? Ja, finde ich schon. So, dann hier schon mal den Aufleger. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen Garn drum haben. Das ist Kupferrosi und das ist Vintage Rosa. Vintage Rosa passt gefühlt überall zu. Jetzt habe ich den Knoten so gemacht, dass er fest ist. Das war nicht so schlimm.
So. Wie kriege ich das heute nicht festgezogen? Vorführeffekt, ne? Das ist also eigentlich der Trick, wenn man das entgegengesetzt knotet, dann bleibt das auch fest und zu und lässt sich nicht mehr oder geht dann nicht von alleine wieder auf. Man kann es dann aber auch nicht fester ziehen. So. Schleifchen. Kommt das da schon mal drauf. Und das kommt dann noch oben drüber. Ja, das wäre Projekt Nummer 1. So, ich habe mir jetzt noch mal überlegt, und zwar mit dieser Stanzform. Ich finde, die ist sehr dünn. Komisch, ich weiß gar nicht, die anderen hatten irgendwie eine dickere Qualität. Kitzelt im Hals gerade was. Entschuldigung. Ja, nö, mal einen Schluck trinken. Die warme Schüttelluft hier. Die anderen Stanzformen von Kreativdepot, die ist auch so dünn. Aber wenn ich mir jetzt mal die anderen angucke, sind die ein bisschen fester und ein bisschen stabiler. Oh ja, also das ist schon ein Unterschied. Weiß nicht, finde ich ehrlich gesagt nicht so gut, weil das ist schon ernsthaft ein bisschen, naja. Also da lässt sich auch biegen, aber lange nicht so wie das. Also ihr könnt das mit Sicherheit auch sehen, den Unterschied, ne? Wie dünn das ist und wie dick das hier ist. Ja, bin ich gerade so ein bisschen irritiert. Ihr merkt das sicherlich auch. Ich wollte euch eigentlich nur mal präsentieren, wie man diesen Umschlag hier zusammenbaut, wegen dieser Reiskante. Und bin gerade ehrlich so ein bisschen. Tja, also wenn ich es nicht wüsste und mir das jemand so hinlegen würde, würde ich sagen, Temu oder so. Das ist schon echt, ja, gut, okay. Also es stand super aus, ne? Das ist überhaupt kein Problem.
habe jetzt einfach mal einen blauen Cardstock genommen, den ich nicht so oft benutze, und wollte eben einmal schauen, wie man das zusammenbaut. Tja. So, auf jeden Fall einmal die Falzkanten so ein bisschen nachknicken. Ich denke, man muss nicht unbedingt mit dem Falzbein dabei. So, jetzt gucke ich mal, welche Seite auf. Ist theoretisch egal. Und das früher rein. Ja. Obwohl. Das ist von außen drauf, dann wäre es ja auch sinnvoll. Wie ist das denn, das nach innen rein? Ne, das geht nicht. Okay, also doch erst diese beiden und von außen dann. Wir machen das jetzt einfach mal testweise, weil warum nicht? Ich weiß noch nicht, welche. So. Damit die Naht in der Mitte ist, müsst ihr die große Seite zuerst reinklappen und dann die kleine. So. Ja. Es ist jetzt übrigens schon Freitag. Also gefühlt habe ich hier jeden Tag ein Stück für dieses Video gedreht. Wie es halt zeitlich immer so in Kram passt, ne? Und morgen, also wir haben es heute schon sehr schwülwarm hier in Bremen. Eigentlich war ich froh, dass ich von der Arbeit weg war und das Wochenende ist, weil der Tag war heute irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber andererseits habe ich auf der Arbeit eine Klimaanlage, wo ich sitze. Aber es soll morgen noch schlimmer werden. Also müssen wir mal gucken. So, ich denke mal, das hält. Also, ich finde das ja schon ziemlich genial, weil es dieses Aufreißteil hat, ne? Das gibt dem Ganzen irgendwie noch so das gewisse Etwas. Und wenn man da Geld drinne versteckt oder einen Gutschein, das finde ich echt schon klasse, ne? So, und dann geht er einfach dabei und der Beschenkte reißt das auf und kann sich das da rausnehmen. Ja, cool. Finde ich richtig gut. Kann weg, war eh nur zum Testen. Ja. Okay. Ich bin immer noch sprachlos. Es, ne? Das haut mich irgendwie gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen um, aber. Ja. Also, ihr guckt das Video und ihr seid ja auch Kunden und habt so die ein oder andere Standsform. Und mich würde mal interessieren, was ihr für eine Meinung dazu habt und ob ihr auch eine von denen habt und sie vergleichen könnt mit anderen. Ne, also, die Qualität an sich ist gut, die Stand ist wirklich toll, aber es ist halt auffällig, dass es wirklich dünner ist. Ne? Und es ist ja auch immer. Ich sag mal, eine kostspielige Sache, ne? So eine Standsform. Und deshalb, ja. Geht sie sogar rein? Nee, ne? Ist eigentlich egal, ne? Sie ist. Sieht von der Größe nichts. Ja, die Verpackungen sind immer sehr groß, ne? So. Okidoki. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal eben das Embossing-Pulver teste, und damit ich euch das noch zeigen kann, wie das aussieht. Ja.
Und dann sollte es für heute eigentlich auch erstmal genug sein. Ich muss mir ja noch was überlegen für die nächste Woche. Also bis dahin eben kurz warten, beziehungsweise für euch geht es ja gleich weiter. Ich schalte mal kurz auf Pause und werde hier eben mal was mitmachen. Ich habe das jetzt mal abgestempelt. Diesen Gummistempel habe ich jetzt dafür genommen, um das mal zu testen. Und wie ich ja schon gesagt habe, glaube ich, dass das auf Kraftpapier echt gut aussieht. Und ich muss sagen, ja. Also meine Meinung. Ich habe hier anscheinend nicht richtig ordentlich gestempelt. Auf jeden Fall, tja, hat es hier nicht so gut geklappt. Also es ist halt kein super fein Embossing-Pulver. Geht aber eigentlich, ne? Also der Rest ist in Ordnung. Da muss ich wohl irgendwie gepatzt haben. Ich weiß es nicht. Aber der Rest super. Und es ist echt ein schönes Hellblau. Ich finde, es wirkt super auf dem Kartenstock. Also da werde ich wohl irgendwie mal wieder ein Projekt angehen mit Kraftpapier. Und ja, das war jetzt eine kleine Inspiration noch für euch zum Wochenende, zum Wochenabschluss. Ich hoffe, ihr hattet, wenn ihr das seht, das Video, ein schönes Wochenende und es war nicht zu warm oder wie in manchen Teilen Deutschlands einfach zu nass. Also so mit Starkregen und unterspülten Kellern etc. pp. Ja, die Welt ist verrückt, ne? Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.